Hallo liebe Zuschauer von Info Neuland TV. Herzlich willkommen zur zweiten Sondersendung von der Expo Rodeo Neuland 2013. Heute endete das Richten der Ausstellungstiere aus dem Viehsektor. Hier einige Gran Campeones. Brahman, Cabana Kröker, Brangus, Wilfried Neufeld, Eichos, Gelbvieh, Estancia Potsdam, Milchvieh der Rasse Hollander, Tambo Oro Blanco, Nelore, Helmut Harder, Santa Gertrudis, Estancia Potsdam, bei der Pferderasse Quarto d'Emilia, Heinz Ratzlaff und der Toro Tipo Frigorifico kommt dieses Jahr von der Estancia Potsdam. Eine genaue Liste der Gewinner finden Sie auf unserer Internetseite unter www.neuland.com.py/rodeo, wie auch weitere Eindrücke von der Expo Rodeo Neuland. Persönlich freue ich mich sehr auf morgen, den Freitagabend. Um 19.30 Uhr wird uns eine Pferdeshow mit Lusitano-Pferden geboten, angeleitet von Regina Reda. Und mit genau dieser hat Flavio Regia ein Interview geführt. Ja, also die Pferdeshow ist dieses Jahr eigentlich ganz speziell fürs Chaco vorbereitet worden, da wir eine nette Einladung hatten. Wir sind mit 6 Pferden unterwegs und insgesamt 7 Leuten. Der Ausgang ist eigentlich die klassische Dressur. Unser großes Vorbild ist die Wiener Hofreitschule, Spanische Hofreitschule. Da wir diese Pferderasse hier züchten und auch lieben, wollen wir einfach im Chaco diese Pferde vorstellen. Die Idee der Show ist einfach, diese Pferde den Leuten zu zeigen, vielleicht den einen oder anderen für die Rasse zu begeistern oder aber vielleicht einen oder anderen Reiter zu begeistern, nächstes Jahr bei dieser Show mitzumachen.